Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 20. September 2022 und wir schauen heute, wie gewohnt, die militärische Situation an der Front zwischen Russland und der Ukraine an. Ja, heute ist ein sehr, sehr angespannter, möglicherweise auch historischer Tag, denn heute hat man verkündet, dass die vier Regionen Cherson, Saporischschja, Donetsk und Lugansk ein Referendum durchführen werden. 23. September, das Ganze geht bis zum 27. September. De facto werden diese vier Regionen also ab dem 28. September 2022 russisches Territorium und die neue Grenze Russlands wird demnach auch hier die Grenze dieser Regionen sein. Demnach werden die Russen möglicherweise hier jegliches aggressives Handeln seitens Kiews in diesen Gebieten als Angriff auf das Territorium Russischer Föderation werten und demnach kann sich hierzu die Situation für den neutralen Betrachter sehr, sehr schnell sehr schnell eskalieren und sich in einen noch heißeren Konflikt entwickeln. Aber dazu nochmal ganz kurz am Ende des Videos. Wir fangen vorher erst einmal an mit den täglichen Berichten von der Front und was wir heute hören, ist eigentlich nichts Neues von der Front im Westen, auf der Westseite des Dnjepr-Flusses. Es gab vereinzelt wieder Versuche hier seitens der Ukraine einige Verstärkung nach Suchostawak zu bringen. Wir haben auch gehört, dass die Russen hier heute es geschafft haben, die Ukrainer um Davydovbryd knapp 1 bis 2 Kilometer wegzudrücken. Ansonsten haben wir hier nichts Neues und auch hier im Norden hören wir weiterhin, dass die Ukrainer hier Truppen ansammeln, konzentrieren und wahrscheinlich hier bald zuschlagen werden, aber auch hier haben wir keine wirklichen Informationen. Deshalb gehen wir direkt über zur Südfront und hier hören wir, dass die Ukraine momentan wohl ihre Kräfte konzentrieren, um auf Melitopol zu schlagen und demnach werden hier die zwei Schlagkräfte, die zwei Richtungen, einmal von Orechow, einmal von Kamjanske. Und demnach werden wir hier diese Situation in den nächsten Tagen sehr, sehr genau verfolgen. Die Russen sind aber wohl dieses Mal oder haben möglicherweise aus ihrem Fehler gelernt, den sie in der Region Charkiw gemacht haben und bauen hier eine Verteidigungslinie, möglicherweise sogar eine zweite Verteidigungslinie. Und wir hören auch davon, dass die Russen zum Beispiel auch Felder verminen. Demnach bereiten sich die Russen hier auf jeden Fall besser vor als auf die Truppenkonzentration in Tschuguiw, mit der die Ukrainer damals hier durchgebrochen sind bei Charkiw. Ansonsten hören wir eigentlich nicht weiter vieles von dieser Front. Es gibt Berichte, ich will es jetzt ganz kurz hier erwähnen, dass die Ukraine wohl zahlreiche Truppen und auch Reserven verlagern und zwar unter anderem aus der Region um Kiew. Und das Ziel der Ukrainer ist folgendes, ich zähle das Ganze mal kurz auf. Das erste Ziel wird sein, ein Durchbruch bei Cherson, demnach nichts Genaueres hierzu. Ich denke, Durchbruch einerseits Richtung Berislav hier und andererseits allgemein Richtung Cherson. Das zweite Ziel der Ukraine ist ein Angriff auf Melitopol hier und auf Berdjansk hier, um eben die Front durch zwei zu teilen und die Versorgung zwischen Cherson und dem Osten abzuschneiden. Das dritte Ziel wird sein, ein Durchbruch bei Kupiansk und dass man von hier aus eben eine Offensive startet Richtung Svatove. Das wäre hier auch die direkte Straßenverbindung, eben Kupiansk-Svatove. Und das vierte Ziel der Ukraine ist der Durchbruch bei Liman, um eben hier weiter in den Norden zu rücken, weiter in die Region Lugansk voranzukommen und die Russen hier zu verdrängen. Und der fünfte Punkt wäre dann hier der Durchbruch bei Bilohorivka Richtung Lysychansk und Severodonetsk und damit würden die Ukrainer diese Front möglicherweise bis zu dieser Straße nach vorne drücken. Genau, so viel dazu. Jetzt machen wir noch die ganze Geschichte hier gar fertig. Bei Donetsk hören wir davon, dass es eine Explosion in der Stadt gab, wo genau wissen wir nicht. Es gab wohl auch sehr, sehr starkes Feuer. Möglicherweise hier auch wieder ein Öldepot der Russen, welches getroffen wurde. Aber dazu haben wir erstmal keine näheren Informationen.
Und was wir hier hören, ist, dass die Russen sich auf weitere Angriffe seitens der Ukrainer vorbereiten und hier ja versuchen werden, diese Verteidigungslinie weiterhin zu halten. Unter anderem den Stützpunkt Pesky, den die Russen vor einigen Tagen vollständig erobert haben. Und das gelingt ihnen auch sehr gut momentan. Angriffsversuche seitens der Russen sind hier in den letzten Tagen gescheitert. Unter anderem bei Marinka, hier bei Spartak Apytne und hier bei Avdiivka. Demnach keine wesentlichen Veränderungen an dieser Front. Und wenn wir jetzt hier weitergehen Richtung Artemivsk, dann hören wir, dass möglicherweise schon Zaitsev von den Ukrainern aufgegeben wurde. Das Ganze können wir aber noch nicht bestätigen, und das Ganze haben wir erst von ein, zwei Quellen gehört. Demnach müssen wir hier erstmal ein bisschen warten. Dann hören wir davon, dass die Straßenkämpfe in Bachmut weiterhin anhalten, und zwar hier irgendwo zwischen dem Art Winery, zwischen dieser Weinfabrik und hier dem Stadtrand dieser Straße, der T0504 bzw. der E40 Autobahn, die eben hier die Region Donetsk und den Donbass verbindet mit Charkow. Und ja, was wir hier hören, ist, dass die Kämpfe, die die Russen momentan hier führen, ziemlich sinnlos sind, weil man eben wartet, bis die Wagner-Gruppe hier südlich anrückt. Und ja, man betrachtet das Ganze auch als sinnlos, hier in die Stadt Artemivsk bzw. Bachmut hineinzustürmen, und wartet eben auf Verstärkung vom Süden, um danach die Stadt in ein Halbkessel zu nehmen und hier eine neue Operation zu starten. Aber dazu müssen die Russen erst einmal Zaitsev einnehmen, Wisła Dolina, Apytne. Und Mikolajewka, Drug und Andrajewka sind ebenfalls anscheinend noch nicht vollständig unter russischer Kontrolle, auch wenn Mikolajewka, Druge kurzzeitig als ein Erfolg der Wagner-Gruppe gemeldet wurde. Demnach warten wir hier an dieser Front ebenfalls erst einmal weiterhin ab. Solidar-Straßenkämpfe, nichts Neues, ich werde hier keine Zeit verlieren. Wir hören von Smyrne, dass hier die Ukrainer ja diesen Stützpunkt zurückerobert haben vor einigen Tagen, und jetzt haben wohl die Russen hier einige Teile der Wagner-Gruppe von der Solidar-Bachmut-Bewegung hierhin verlagert, um diesen Stützpunkt zurückzuholen. Und so wie wir das verstehen, haben hier heute einige Wagner-Truppen diesen Stützpunkt gestürmt. Hierzu haben wir aber keine weiteren Berichte, deshalb wissen wir nicht, was hier momentan Status quo ist. Und weiter nördlich hören wir davon, dass die Ukrainer hier weiterhin versuchen, Richtung Lysychansk durchzubrechen und hier auch weiterhin Kräfte ansammeln und Offensivaktionen starten. Momentan sind die Russen auch hier mit ganzer Kraft beschäftigt, die Ukrainer aufzuhalten, damit diese nicht hier in die Region Severodonetsk-Lysychansk rücken. Und genau, das ist hier momentan die Aufgabe der Russen auf dieser Bewegung. Etwas nördlicher, hier bei Yampil-Liman, hören wir auf der einen Seite davon, dass es wieder mal Kämpfe im Liman gab. Liman wurde am späten Abend gestern in die Nacht hinein gestürmt von den Ukrainern. Wir hören dann davon, dass die Russen einige Verluste hatten, aber es weiterhin geschafft haben, diese Stadt zu halten. Heute gab es wohl massive Artillerievorbereitungen seitens der ukrainischen Streitkräfte, was angedeutet hat, dass die Ukraine möglicherweise hier heute eine weitere Offensivaktion starten. Jedoch haben wir heute im Verlauf des Nachmittags gehört, dass die Russen die Ukrainer wohl etwas zurückgeschlagen haben. Einige Quellen berichten davon, dass die Ukrainer sogar über den Sibirski Donez zurückgeschlagen wurden. Demnach wäre hier die neue Frontlinie sogar südlich von Schurowe. Das Ganze kann ich hier momentan nicht bestätigen. Fakt ist, dass Liman weiterhin unter russischer Kontrolle ist und dass die Ukrainer hier ebenfalls Verluste haben beim Versuch, diesen Stützpunkt zu stürmen und einzunehmen. Ansonsten hören wir heute noch von Aufklärungskämpfen hier bei Dobryschewo von den Ukrainern, die hier eben wahrscheinlich
auf der einen Seite über Shurove, auf der anderen Seite über Yarova hier in diese Stadt eingedrungen sind, in diesen Schützen eingedrungen sind hier und ja, Aufklärungskämpfe geführt haben. Ansonsten hier auch keine weiteren Informationen, wie sich die Situation verläuft. Und ja, das wäre auch erstmal alles hier zu diesem Frontabschnitt. Ansonsten sind die Ukrainer hier ein bisschen weiter vorgerückt Richtung Korodwar. Und hier warten wir auch auf weitere Updates seitens der Militärblogger. Ansonsten können wir sagen, dass die Ukrainer einige Pontonbrücken über den Oskil aufgebaut haben, möglicherweise hier in der Region um Borowa und hier bei Kupiansk. Ansonsten möglicherweise auch irgendwo hier in diesen Frontabschnitten, aber hierzu haben wir keine Informationen, auch kein Bildmaterial an der Stelle. Und die Ukrainer bauen weiterhin ihre Kräfte bei Kupiansk aus und greifen wohl auch hier weiterhin die Ostseite der Stadt an. Aber wir haben hier weiterhin keine Bestätigung, dass die Stadt vollständig eingenommen wurde von den Ukrainern. Im Gegenteil, wir hören sogar einige Berichte, dass die Russen es geschafft haben, hier sich einige Stadtviertel zurückzukämpfen. Und ja, die Kämpfe halten sich auf jeden Fall an im Bereich zwischen Kupiansk und Kislivka. Und demnach ja, warten wir auch hier auf weitere genauere Updates. Ansonsten ist heute relativ wenig im Vergleich zu den anderen Tagen an der Front passiert. Demnach ein paar andere Informationen zum heutigen Tag. Die Russen verlagerten wohl laut ukrainischen Verteidigungsministerium einige ihrer Streitkräfte aus Syrien an die Front hier. Das zeigt auch wieder, dass die Russen momentan ein sehr, sehr großes Problem haben, was die Mannstärke, Truppenstärke betrifft. Und wir hören ja auch von russischer Seite, dass die Ukrainer auf allen Fronten die quantitative Überlegenheit der Truppenstärke haben. Demnach kommt hier eine Mobilisierung, würde eine Mobilisierung den Russen auf jeden Fall in die Hände spielen. Genau, und was wir noch hören, ist, dass die Russen die Region Luhansk nicht vollständig, aber gerade den nördlichen Teil evakuieren und die friedlichen Bürger im Prinzip in das eigene Land bringen. Möglicherweise erwartet man hier also intensive Kampfhandlungen. Dann hören wir davon, dass, ja, dass die Mobilisierung nahe rückt. Es gab heute einige Informationen dazu. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Gesetzesänderungen. Gerne das Video von heute Nachmittag anschauen. Dann hatte ich da in diesem Video erwähnt, dass es heute eine Rede geben wird von Putin im TV. Und darauf habe ich auch gewartet. Allerdings kam hierzu erstmal nichts. Und laut amerikanischen Quellen, ich glaube mit einem Verweis auf Forbes, wurde die Rede wohl auf morgen verlegt. Ich denke, die Rede wurde schon aufgezeichnet. Ich denke, sie wurde auch schon gestern aufgezeichnet. Fakt ist aber, dass man diese Rede verlegt hat aufgrund von dem Zeitunterschied mit dem östlichen Teil Russlands, mit Sibirien, mit der Amur-Region. Und das Ganze halte ich als eine gute Ausrede davon, dass man es dass man irgendwas nicht geschafft hat, weil letzten Endes in jedem Teil Russlands irgendwo Nacht ist und irgendwo Tag ist. Ansonsten hatten die Menschen in Russland tatsächlich heute sehr, sehr viel Angst. Es gab wirklich eine Panik in Russland. Wir haben auf der einen Seite in den Google Trends gesehen, wie ja, der Trend, wie komme ich aus Russland raus oder wie vermeide ich ja, wie vermeide ich eine Einberufung ins Militär? Diese zwei Suchbegriffe waren im Prinzip auf Platz 1. Und ja, wir hören auch wohl davon, dass die Menschen Angst hatten, vor allem weil man möglicherweise ab 23 und 59 nicht mehr ausreisen dürfte im Falle eines Kriegszustandes für Männer zwischen 18 und 60 bzw. 65. Aber das Ganze hat sich auf jeden Fall noch nicht bestätigt und gibt auch keine offiziellen Aussagen dazu.
Der Verteidigungsabgeordnete aus der Duma hat heute im Laufe des Abends gesagt, dass es keine Mobilisierung geben wird in Russland. Und demnach hat sich die Situation etwas beruhigt. Dennoch haben wohl laut unbestätigten Quellen wurden wohl alle Flugtickets für den morgigen Tag von Moskau nach Jerewan ausverkauft. Jerewan hier im Kaukasus, Hauptstadt von Armenien. Demnach fliehen möglicherweise jetzt noch einige Menschen aus der Russischen Föderation und ja, möglicherweise war auch heute das Ganze nur eine Ansage, um zu testen, inwiefern die Menschen reagieren werden auf die drohende Mobilisierung. Die Wahrheit erfahren wir erst in den nächsten Stunden bzw. Tagen. Genau, und die Amerikaner hatten auch kurzzeitig gesagt, dass einiges darauf hinweist, dass Russland mobilisieren wird und den Kriegszustand verordnen wird. Aber hierzu erst einmal keine weiteren Aussagen vom Weißen Haus. Demnach warten wir noch darauf, dass sich das Weiße Haus genauer dazu äußert. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Rede vom Präsident Putin wurde wohl auf morgen verschoben. Demnach wird es dazu auf jeden Fall morgen ein extra Video geben, je nachdem wann diese Ansprache sein wird, sofern sie nicht spät nachts sein wird. Möglicherweise werde ich mich auch nachts hinsetzen und ein Video dazu drehen. Genau, ansonsten wäre es dann für den heutigen Tag, wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich immer über ein Like und lass gerne ein Abo da, wenn du keine weiteren Videos zu dem Thema mehr verpassen möchtest. Vucic hat heute gesagt, dass die Welt, oder sagen wir es mal so, dass die Situation zu eskalieren droht und dass wir kurz vor einem möglichen, ja, Konflikt stehen, wie wir es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten. Und ich werde zu diesem Konflikt auf jeden Fall oder ich werde dazu sehr, sehr genau berichten auf meinem Kanal. Demnach verpasst ihr hier auf jeden Fall nichts und es würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal teilen könntet. Ja, genau. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend.